Terrarien können zum Schmuckstück in jeder Wohnung werden. Damit das auch so bleibt, benötigen sie einiges an Pflege. Welche Arbeiten anfallen und worauf ihr dabei achten müsst, verrät euch jetzt unser Experte. Mit der Anschaffung eines Terrariums erfüllen sich viele einen Traum. Um lange Zeit Freude daran zu haben, ist die regelmäßige Pflege besonders wichtig. Dazu gehört aus Hygienegründen vor allem das tägliche Entfernen von Kot- und Futterrückständen. Zur Entfernung oberflächlicher Verschmutzungen eignet sich eine feuchte Zahnbürste, mit der man die betroffenen Stellen schnell und einfach reinigen kann. Sollte man Rückstände haben, die nicht so einfach rausgehen, empfiehlt sich die Arbeit mit einer sogenannten kleinen Dampfente. Die sprüht vorne halt heißen Dampf raus. Wenn man da vorsichtig mit den Landschaften rangeht, holt der Druck und die Temperatur wirklich jede Verunreinigung aus jeder Ritze raus. Um gesundheitsschädliche Bakterienbildung zu vermeiden, gehört außerdem der Austausch des Trinkwassers zu den täglichen Aufgaben eines Terrarienbesitzers. Trink- und Futterschalen lassen sich mit einfachen Mitteln porentief reinigen. Als Tipp von mir bietet sich da einmal die Mikrowelle an. Entweder füllt man die Schale mit Wasser, kocht sie dann wirklich in der Mikrowelle aus. Man kann sie natürlich auf den Herd stellen, in ein Gefäß mit kochendes Wasser geben oder im Backofen ausbacken. Erfüllt die gleichen Ziele. Die Dinger werden desinfiziert und man kann sie nachher weiter benutzen. Wer bei hartnäckigen Schmutzrückständen nicht auf Reiniger verzichten kann, sollte auf pflanzliche Präparate zurückgreifen. Im Zoofachhandel gibt es speziell für Terrarien entwickelte Mittel, die gänzlich ohne chemische Zusätze auskommen. Ein Problem, was man von vielen Leuten hört, ist, dass die Glasscheiben verkalken, speziell in Regenwaldterrarien, wo dann Feuchtigkeit durch eine vielleicht nicht ganz so optimal justierte Beregnungsanlage auf die Scheiben läuft. Bitte dann nicht mit Glasklar oder sonstigen Dingen reingehen, sondern wirklich wieder diese für die Terroristik entwickelten Glasreiniger verwenden. Einfach mit Kleenex drüber reiben, das löst den Kalk, das löst den Schmutz. Dauert ein bisschen länger als mit unseren handelsüblichen Präparaten, die ja durch Alkohol die Sachen besser lösen, aber es ist schon da für die Tiere. Auch das regelmäßige Gießen von Echtpflanzen gehört zur Pflege des Terrariums. Um Staunässe zu vermeiden, sollte man lediglich die Wurzelballen befeuchten. Sickert zu viel Wasser in den Bodengrund, muss dieser unbedingt vollständig erneuert werden. Andernfalls besteht die Gefahr der Schimmelbildung, was die Gesundheit der Tiere erheblich beeinträchtigen kann. Ob die Bewohner bei kleineren oder auch größeren Reinigungs- und Umbauarbeiten das Terrarium verlassen müssen, hängt immer vom jeweiligen Tier ab. Es gibt Tiere, die so zahm sind, die nicht aus dem Terrarium springen, dann kann man sie natürlich dran lassen, klar. Es gibt Tiere, die man besser wirklich rausnimmt, aus dem Eigenschutz und aus dem Schutz für die Tiere selbst. Schlangen würde ich immer beim Reinigen aus dem Terrarium rausnehmen. Man packt sie in eine Faunabox oder eine Styroporbox, wo man sie so lange unterbringt. Hat man sehr zahme Bartagamen oder sowas, reicht es, wenn man die in die andere Ecke stellt oder setzt. Man kann da an der Ecke ganz normal arbeiten. Nicht nur der Lebensraum der Terrarienbewohner braucht Zuwendung. Ein wichtiger Punkt ist auch die Beleuchtung. Im Gegensatz zu Wärmelampen verlieren UV-Lampen mit der Zeit ihre Wirkung und müssen daher nach spätestens einem Jahr ausgetauscht werden.